Also direkt das indirekte Gleichstoß und der Gang wird den Stützen. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Wenn ich in dieser Situation der Einsatzpatient wäre, kann man nicht davon ausgehen, dass die Spieler so entspannt in dem Sinne reagieren. Deshalb würde ich da den Schwerpunkt erstmal auf das Spielfeld legen. Tatsächlich, also das ist aber, das ist genau das, worüber ihr als Gespannführer das Recht habt zu urteilen, in Anführungszeichen. Also da eure Erwartungen an einen Assistenten zu äußern. Ich finde tatsächlich da ein Fahnenzeichen auch in Ordnung, weil wir haben ja gesehen, dass der Assistent ist der Einzige, der dieses Vergehen überhaupt wahrnehmen kann. Und dann, auch ich als Schiedsrichter, ich bin gar nicht so der Fan vom Piepsen, weil ganz oft weiß ich gar nicht, warum Piepsen der ist. Also ganz oft ist es klar, aber in manchen Szenen ist es einfach nicht klar. Und dementsprechend wäre ich da Fan von einem Fahnenzeichen meines Assistenten. So, wenn es noch nicht mal die Mannschaft betrifft oder einfach unzufrieden sind mit der Situation. Was mir auffällt, dass Sergio Ramos echt viele Punkte von denen aber als einzige Person eigentlich. Alle außer Torhüter. We'll be right back.
kamen Heimatgefühle auf, als ich gelandet bin. Und wir sind dann auch ein wenig durch Obertshausen gefahren, mein alter Wohnort. Sehr schön hier, ja. Also als ich würde sagen, als ich in die Regionalliga als Schiedsrichter aufgestiegen bin, und dann war ich ja parallel in der zweiten Liga als Assistent tätig und da war so der Aufstieg. Weil ich freue mich natürlich, dass ich ja ein kleines Aushängeschild zumindest bin für die Schiedsrichtervereinigung Offenbach. Und ja, wir wurden ja, oder ich wurde damals sehr gut gefördert, wie im Übrigen viele Schiedsrichter. Ja, bescheiden bin ich aber schon ein bisschen, weil ich meine, klar, ein bisschen Können gehört schon auch dazu, aber eben auch viel Glück. Also immer irgendwie genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und dann noch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also da gehört schon eine Portion Glück dazu. Ich wurde ja damals Lehrwart und ich habe die Aufgabe gerne gemacht. Bevor ich immer so ein bisschen Bammel oder Angst hatte, war dann tatsächlich so eine Sitzung auch zu leiten oder so ein Referat zu halten. Ja, war wirklich so dann so vor 150 Leuten zu sprechen. Da hatte ich immer so ein bisschen Bammel vor, aber mittlerweile mache ich das total gerne. Als ich quasi angefangen habe mit der Schiedsrichterei, als Tobias auch noch hier in Offenbach bzw. Obertshausen gewohnt hat, ich regelmäßig bei ihm mitfahren konnte, das war immer schon sehr lehrreich. Genau, und jetzt dieses Glück wieder zu haben, auch hier an der Linie zu stehen, mit Tobi zusammen Spiel zu leiten, ist natürlich eine schöne Sache. Darauf freue ich mich. Also ich bin jetzt genau Anfang der Saison in die dritte Liga wieder aufgestiegen. Auch dementsprechend als Assistent in der zweiten Liga unterwegs. Und klar, also Tobias hat ganz viel erreicht, mit das Größte, was man als Schiedsrichter erreichen kann, in der Bundesliga pfeifen zu können. Das ist natürlich ein Ziel, das man verfolgt. Genau, und darauf arbeite ich. Da heute bei ihm dabei sein zu dürfen, ist auch eine richtig schöne Sache, weil wir haben im gleichen Jahrgang den Lehrgang gemacht, 1995. Und die ersten Jahre, als er dann recht schnell in die Oberliga Hessen damals aufgestiegen ist, war ich viele Jahre bei ihm, sag ich mal, als Assistent mit unterwegs an der Linie. Wir hatten immer lustige, schöne Fahrten gehabt, ja, ereignisreiche Fahrten. Und das vergisst man nicht und dann ist es umso schöner, dass er wieder mal heute hier ist und ja, ich will bei ihm wieder mal an der Linie stehen darf. Am Anfang waren schon so zwei, drei giftige Fouls dabei. Da dachte ich, oje, schaffen wir es, aber dann hat sich alles beruhigt und denke, wir zuschauen ein schönes Spiel. Ich sag mal, für Assistenten gibt es ja nicht wirkliche Freundschaftsspiele. Ne? Man hat ja die Abseitssituation zu beurteilen, ob das jetzt ein Testspiel ist oder nicht. Deswegen war das eine gute Vorbereitung auch wieder für die kommenden Punktspiele. Ich bin Schiedsrichter geworden, weil ich mit diesem Hobby eine ganze Menge Verantwortung verbinden kann. Einfach um meine Erfahrung zu machen als Schiedsrichter. Weil ich mich jedes Wochenende auf die Reise an unbekannte Sportplätze freue. Da ich mit dem Fußball aufgewachsen bin. Weil ich es einfach besser machen wollte als die anderen Schiedsrichter. Weil es so mein Traum war, immer mal wieder auf Platz zu stehen. Weil ich ein bisschen Taschengeld verdienen wollte und ja, aus schiedsrichter Sicht sehen wollte. Weil es mein Verein mir empfohlen hat. Und dann haben sie mich gebeten, also mach doch mal Schiri, mach doch mal Schiri. Weil ich mit 30 die Fußballschuhe an den Nagel gehängt habe. Und mich sportlich weiter betätigen wollte. Weil ich die Sicht von Schiedsrichter auch mal sehen wollte, wie es so ist. Aber ich schon der Meinung bin, dass es noch dem Sportplatz gerecht zugehen soll. Und andererseits wegen meiner Liebe zum Fußball. Wegen meiner Liebe zum Fußball. Und wie das in vielen Dingen im Leben ist, macht mir etwas entweder das Überzeugung oder gar nicht.